4 solcher Urbino 18 Gelenkbusse sind seit einem Jahr auf Jenas Straßen unterwegs. Die 18 im Namen weist auf die Länge von 18 Metern hin. Da sieht es in manchen Kurven, so wie hier am Magdelstieg, schon mal ziemlich eng aus. Das ist überhaupt kein Problem. Die 18-Meter-Busse sind alle standardisiert, die sind genormt, die kommen im Prinzip um jede Kurve herum. Und die Erfahrungen mit dem Urbino 18 bisher sind also nicht schlecht. Die sind ganz normale Fahrzeuge, wie unsere MAN auch. Mit dem einzigen Unterschied, sie verbrauchen ein bisschen weniger Sprit. Denn die Solaris-Busse nutzen die AdBlue-Technologie, bei der hochreiner Harnstoff im Katalysator den Stickoxidausstoß reduziert und so den Kraftstoffverbrauch senkt. Auf den guten Erfahrungen mit den 18ern aufbauend wurden jetzt auch 4 Urbino 12 Busse für den Jenaer Nahverkehr angeschafft. Der Motor ist auf eine Geschwindigkeit von 80 km/h gedrosselt und hat eine Leistung von 310 PS. Mit den 4 neuen 12ern ist auch noch ein 5. Urbino 18 Gelenkbus angeschafft worden. Damit hat Jenaer dann insgesamt 9 Busse der polnischen Firma Solaris in der Flotte. Das sind ja nicht die ersten Busse aus Polen, auch wenn da jetzt Solaris draufsteht. MAN werden auch in Polen gebaut, selbst in derselben Stadt, in Posen. Und von daher ist das genauso ein polnischer Bus wie ein MAN auch. Oder genauso ein deutscher Bus, weil die Komponenten, die in dem Fahrzeug verbaut sind, kommen größtenteils aus Deutschland. 34 Sitze und 60 Stehplätze sind in einem Urbino 12 Standard. Die Fahrerkabine hat eine Klimaanlage und verfügt, wie schon die Urbino 18 Busse, über einen Überwachungsmonitor. Die ist im Prinzip in allen Fahrzeugen drin, die wir jetzt von Solaris haben. Ja, dient der passiven Sicherheit der Fahrgäste. Das geht in so eine Art Endlosspeicherung und wird nach 24 Stunden wieder gelöscht. Also nach einem Dienst kann man immer noch nachgucken, wann ist irgendwann was gewesen, aber dann wird es wieder überschrieben. 40.000 Kilometer fährt ein Bus der Jenaer Nahverkehrsgesellschaft im Durchschnitt pro Jahr. Aber nach 900.000 bis 1.000.000 Kilometer Laufleistung ist dann doch mal Schluss. Die MANs aus den 90ern sollen schrittweise ersetzt werden. Die nächsten 4 Urbinos sind schon für den nächsten Sommer bestellt.